Die Geschichte beginnt in einer menschenfeindlichen Region. Die Handelswege der arabischen Halbinsel werden im 7. Jahrhundert von rivalisierenden Nomaden kontrolliert. Unzählige Karawanen bringen Waren aus dem fruchtbaren Süden in den kargen Norden. Einer der Hauptorte auf der Karawanenroute ist Mekka. Dort hat sich eine der angesehenen Händlerinnen gerade mit einem 15 Jahre jüngeren Mann verheiratet. Khadija führt die Geschäfte in Mekka, wenn ihr Mann Mohammed in der Wüste unterwegs ist. Regelmäßig zieht er sich zur Buße in eine Höhle in der Nähe von Mekka zurück. Dort, so berichtet er seiner Frau später, sei ihm eine Gestalt erschienen, womöglich der Erzengel Gabriel. Dieser befiehlt Mohammed, eine Botschaft von Gott zu lesen. Der Prophet ist aufgewühlt, hat Angst, wird konfrontiert mit einer völlig neuen Aufgabe, die ihn natürlich überfordert. Er soll nämlich etwas vortragen, aber er kann gar nicht lesen. Eine Geschichte, die die Welt verändern sollte, ob sie wahr ist oder Legende. Des Schreibens nicht mächtig, habe Mohammed die Eingebungen des Engels diktiert, die er nach eigenen Angaben nun regelmäßig erhält. Schon bald versammeln sich um ihn immer mehr Gefährten. Sie alle wollen hören, welche Botschaft Gott ihnen durch Mohammed offenbart. Die Botschaft besagte, dass es nur einen einzigen Gott gibt, im Gegensatz zu den vielen Göttern der Zeit, und dass sich die Reichen um die Armen kümmern sollen. Das war der Kern. Weiterhin besagte sie, dass Menschen, die Gutes tun, ins Paradies bzw. den Himmel kommen und dass Sünder in der Hölle landen, einer Wildnis mit unglaublicher Hitze, unerträglichem Sonnenschein und Feuer. Intolerable sunshine and fire. Erst nach dem Tod des Propheten werden die Texte Mohammeds im Koran, der Heiligen Schrift der Muslime, zusammengefasst.